da sind wir wieder. Willkommen zum Londoner Herbst. Aber selbst bei grauem Nieselwetter in den nächsten Wochen ist ein Farbtupfer hier immer garantiert. Die berühmten roten Telefonzellen. Und das hier ist sicher die am häufigsten fotografierte der Welt. Nicht etwa, weil sie bei uns im Vorspann ist, nein, weil sie direkt vor Big Ben steht und man damit gewissermaßen gleich zwei Ikonen mit einer Klappe schlagen kann. Eine Zelle, die aber ansonsten wie viele ihrer Brüder und Schwestern eigentlich ihre Existenzberechtigung längst verloren hat. Vielerorts verwahrlosen sie nämlich einfach, weil nicht mehr gebraucht im Handyzeitalter. Wirklich Sinn macht ihr Dasein nur noch am äußersten Rand der Insel. Für Schafzüchter auf den Schottischen Hebriden zum Beispiel. Denn hier gibt es tatsächlich vielerorts noch immer kein Handynetz. Überall sonst aber stehen sie nutzlos in der Landschaft herum. Es sei denn, man macht sie zum Kunstprojekt oder zur Bücherei. Da steht man dann auch gleich gern wieder Schlange davor. Wir hängen einfach an ihnen. Sie sind so englisch. Deshalb. Just looks English. That's why. Als Hobbybox sentimentaler Engländer aber kann sie auf Dauer nicht überleben. Und deswegen hatte man in London jetzt eine ganz neue Idee. Man setzt Solarstrom obendrauf, streicht sie grün und... Und was sieht man, wenn man sich diesem seltsamen Marsmännchen einer Telefonzelle annähert? Eine Handy-Ladestation. Die Idee ist so simpel wie genial. If you can't beat them, join them. Und ansteckern kann man tatsächlich jedes Handy, jedes Modell. Und damit hat sie uns wieder die Zelle. Uns, die moderne Generation. Das einzig Dumme ist natürlich nur, dass man hier drin mit niemandem reden kann, während aufgeladen wird. Dazu muss man rausgehen, das Gerät fest im Blick. Und das tue ich jetzt, denn hier draußen sind wir verabredet mit Harold Creston, who had the idea originally. How did that pop up? So the idea came from living near a box. Die Idee hatte ich, weil ich neben einer Telefonzelle gewohnt habe. Und irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, es gibt noch 8000 davon in London. Sie sind Ikonen, aber niemand benutzt sie mehr. Und ich dachte, dafür muss es doch eine Lösung geben und eine Ladestation war die Lösung. And it's also renewable energy, it's a solar box actually. So, can you explain that? So the das hier läuft über ein 150 Watt Panel. Very straightforward. Die Energie kommt einfach von oben aus dem Himmel und wird in einer Batterie gespeichert. Eine super Lösung für ein großes Problem in London. It's a fun solution to a problem. It's something that's not all over the place. Eine Idee, die hier noch wirklich etwas Neues ist, oder? Ja, ich bin zwar sehr stolz auf London als Stadt, aber was erneuerbare Energien angeht, sind wir so weit zurück hinter deutschen Städten zum Beispiel. Und das hier könnte ein Symbol werden dafür, dass wir das jetzt ändern wollen. Und zu zeigen, dass wir allmählich hier mehr Bewusstsein entwickeln. So it's a start somehow and there's more boxes to follow. Ja, das ist tatsächlich nur ein Pilot. Es wird 6 mehr im nächsten Frühjahr geben. And exploring more ventures, but yeah, that's the plan. Okay, thank you and good luck with that, Harold. Dankeschön. Und wir gucken jetzt mal drinnen, ob mein Gerät denn wirklich aufgeladen. Mittlerweile müsste es eigentlich soweit sein. Da drin ist es auch trockener und in der Tat, es hat funktioniert. Und wo wir schon bei modernen Technologien sind, London Calling twittert auch. Und das tue ich hauptsächlich für Sie, verehrte User. Mehr oder weniger geniale Alltagseinfälle finden Sie da und schon auch mal ein Foto von unterwegs. Und wenn Sie wollen, dann sind jetzt Sie dran. Wenn Sie eine Idee haben für ein neues, nächstes London Calling, dann tweeten Sie mir das unter dieser Adresse. So, see you in 2 weeks, Tweeps. Und diesmal von wo immer Sie wollen.